Unser Flötenspiel besteht aus zwei Hauptkomponenten, zum einen dem Ton, zum anderen der Fingertechnik. Beides kann man separat üben, sollte man auch, weil man sich dann nämlich ganz gezielt auf die wesentlichen Dinge konzentrieren kann. Ich bin Katja Reinbold, ich bin Flötistin und Flötencoach. Die vier besten Methoden, wie du deine Finger auf Tempo kriegst, die stelle ich dir jetzt vor. Zu Anfang sei noch an den Tonleiter-Marathon erinnert. Bis zum 31.10. hast du noch die Chance, mir deine Tonleiter zu schicken. Verpasse nicht die Gelegenheit. Wir wollen viele, viele, viele Tonleitern hintereinander schneiden. Mach unbedingt mit und schick mir deine Tonleiter. Und vielen Dank nochmal an alle, die meinen Kanal abonniert haben. Ich habe ja gezeigt, wie es aussieht, ne? Ich habe so und so viele Abonnenten und ich habe so und so viele Nutzer, die meine Videos schauen, ohne meinen Kanal zu abonnieren. Und es ist echt wichtig für uns YouTuber, dass wir Abonnenten haben, weil so wächst einfach der Kanal und somit habe ich auch mehr Chancen und auch natürlich mehr Motivation, noch mehr Videos für dich zu machen. Also es wäre ganz, ganz klasse, wenn du mich mit deinem Abo einfach unterstützt. Danke. Wenn wir eine schwere Stelle haben, wo wir wirklich Fingersalat bekommen, dann haben wir mehrere Möglichkeiten, daran zu gehen. Die erste ist auf jeden Fall die langsam spielen. Das ist klar. Vor schnell kommt immer langsam grundsätzlich. Und wir haben ja anfangs gesagt, wir üben Ton und Finger auseinander. Aber so ganz ist das nicht. Also wenn ich langsam übe, wäre ich doch schön blöd, wenn ich nicht dabei auf meinen schönen Ton achte. Also versuche schon immer, die Finger zu kombinieren mit einem guten Klang. Das heißt, wenn du langsam übst, versuche immer dabei gut zu klingen. Natürlich übe ich dann mit Fokus auf die Finger, technische Stellen und so. Aber gerade beim langsamen Üben, immer schauen, dass du gut klingst. Ich habe jetzt hier die täglichen Übungen von Tafanel Gobert. Ist irgendwie in jedem Repertoire eines Flötisten irgendwo im Schrank. Manchmal holt man sie wieder raus. Manchmal, man braucht im Grunde das nicht. Man kann auch so Tonleitern und Dreiklänge üben. Aber ich nehme das jetzt hier mal als Beispiel. Da sind ganz gute Sachen drin. Und nehme eine Stelle mit Sprüngen, die wir einfach uns jetzt mal drauf schaffen wollen. Als allererstes sichte ich die Stelle, spiele gut klingende, breite Töne und spiele sie in einem Tempo, wie ich es gut schaffe. So, ich habe jetzt hier schön einmal alles durch alle drei Lagen. Das heißt, ich bin durchaus beschäftigt mit meinem Ansatz, den entsprechend umzustellen auf die Tiefe, auf die Mittellage, auf die Höhe, wieder zurückzukommen, ohne zu kieksen und so weiter. Also wirklich fühl dich rein, spiel es sehr langsam, aber spiel möglichst mit gleichmäßigem Klang und wenn es geht, ohne Kiekser. Und wenn das geht, kannst du nach und nach ein bisschen dein Tempo erhöhen. So weiter. Nicht zu vernachlässigen ist der Fluss. Du musst über große Sprünge immer sehr gut deine Luft mitnehmen. Also spare nicht an Luft, spiele nicht rückwärts, atme zur Not nach, weil auch Fluss der Finger hat immer grundsätzlich mit Luftfluss zu tun. Das ist ganz, ganz wichtig. So, jetzt haben wir die Stelle grob gesichtet, wir können sie langsam spielen. Als nächstes ist es ganz klug, wenn man sich die Struktur dieser Sprünge einmal klar macht, weil was ich verstanden habe, wie es funktioniert, kann ich viel besser spielen. In der ersten Takthälfte habe ich aufwärts einen großen Sprung und abwärts einen kleinen. Ab der Taktmitte ist es andersrum. Da ist abwärts der große Sprung und aufwärts der kleine. Das ist schon gut zu bemerken, weil sich natürlich das Spielen dann anders verhält und auch der Luftdruck und alles, was damit zusammenhängt. Das Abwärts ist im Grunde das Gespiegelte vom Aufwärts. Ich spiele rückwärts. So, jetzt ist es ja schlau, weil wir unterschiedlich große Sprünge haben, die Sprünge separat zu üben. Also erstmal in Zweierschritten.
So, jetzt dreht's um, jetzt geht der große Sprung abwärts. Als nächstes üben wir den kleinen Sprung. Jetzt aufwärts. So, warum ist das denn wichtig zu wissen? Natürlich muss ich bei einem größeren Sprung ein bisschen mehr nachhelfen und wahrscheinlich ist auch die Ansatzumstellung größer. Deswegen konzentriere dich erst auf die größeren Sprünge, dann auf die kleineren und gucke, wie sich alles verhält. Danach fügst du es dann zusammen. So, und dann ist es ja so, bei so großen Sprüngen, das hast du auch nachher in den ganzen Konzerten und so weiter, ist es meistens eine Zweistimmigkeit. Wenn du jeden Ton ausspielst und gleichberechtigt spielst, dann musst du viel zu sehr arbeiten. Du musst schauen, dass du einer Stimme den Vorrang gibst und die Zweitstimme, die Nebenstimme, ein bisschen fallen lässt. So entsteht auch ein viel besserer Fluss und es wird nicht so penetrant auch zum Zuhören und zum Spielen nicht so anstrengend. Was eine bewährte Methode ist, ist selbstverständlich das rhythmisiert Üben. Da gibt es tausend und eine Möglichkeiten, das zu tun. Vorwärts punktiert, rückwärts punktiert, den Schwerpunkt verändern. Es gibt so viele verschiedene Varianten und das macht man deswegen, dass immer andere Töne schnell hintereinander folgen, sodass das Gehirn schon vordenken kann. Das ist so das Gute. Ne? Du bist auf dem langen Ton, hältst den aus und bist aber schon in Gedanken bei dem nächsten. Da, da, da. Und denkst schon vor. Das ist ein unglaublich gutes Gehirntraining. Es kommen zwei ganz schnell hintereinander und das kannst du ruhig übertreiben. Du kannst den langen Ton komplett überpunktieren und dann die nächsten beiden so schnell du kannst hintereinander. Das heißt, du musst nicht nur einen Ton vordenken, sondern zwei. Und andersrum. Es gibt noch andere Möglichkeiten zu rhythmisieren. Und was natürlich immer super ist, jetzt sind wir in gleichmäßigen Betonungen gegangen, also gerade. Jetzt gehen wir in die Ungeraden, jetzt nehmen wir die Dreier. Das machen wir deshalb, weil wir andere Schwerpunkte haben dadurch. Wir halten wiederum andere Töne fest und uns rutschen weniger die Töne durch die Finger. Weil wenn wir es immer gerade machen, rutschen uns immer die gleichen Töne durch die Finger. Und das kriegen wir raus, indem wir den Schwerpunkt verschieben. Diese Übung, die eignet sich super dazu, weil wir Sechser haben und Sechser kannst du halt nun mal teilen in 3-2er oder 2-3er. Und dann natürlich auch in Dreiern punktiert. Was auch eine total klasse Methode ist, etwas zu üben, ist, dass du den zweiten Ton stumm greifst. Also du spielst wie vorhin auch in Zweiern, aber spielst den zweiten Ton gar nicht wirklich, sondern greifst ihn nur. Und damit man sich nicht behumst, weil man wird schnell instabil beim Üben von schweren Sachen, ist es immer gut, unseren Freund das Metronom mit dazu zu nehmen. So, Achtung, ich spiele jetzt immer nur den ersten und greife den zweiten und spiele ihn nicht. So, warum ist das gut? Wir haben ja vorhin das auch schon in Zweierschritten geübt.
Wenn du aber den zweiten Ton nicht wirklich spielst, dann musst du dich gar nicht um die Ansprache zum Beispiel kümmern. Du greifst ihn einfach nur. Das ist nochmal ein Tacken einfacher. Und vorhin haben wir ja die großen Sprünge und die kleinen separat geübt in den Zweierschritten. Und jetzt kann man das besser verbinden. Das heißt, ich spiele jetzt den Ton, den ich stumm gegriffen habe, als nächsten im Anschluss dann wirklich. Das heißt, ich wiederhole quasi den klingend, den ich stumm gespielt habe und habe somit die großen und die kleinen Sprünge miteinander grifftechnisch verbunden. So, und wenn das gut klappt, dann gehe ich natürlich im Tempo hoch. Das fiel mir jetzt schon deutlich schwerer. Jetzt muss ich mich wirklich konzentrieren. Es ist natürlich auch von 84 zu 120 ein großer Sprung. Da hätte ich jetzt noch zwei Stufen vielleicht eingebaut. Ich wollte das Ganze jetzt nur hier ein bisschen abkürzen. So, jetzt kann man, wenn man will, wieder den zweiten Ton klingend spielen. Jetzt haben wir ja wirklich alle Varianten durch. Aber dann immer noch den Stop machen, dass wir eben nicht zu viel auf einmal haben. Und wenn wir es dann am Schluss wieder im gesamten Spielen, da würde ich das Tempo wirklich nochmal runterschrauben, weil der Kopf braucht auch ein bisschen Erholung nach so einer Übersession. So, und jetzt komplett immer noch mit liegenden Tönen auf Klang wieder ein bisschen langsamer. Und vielleicht hast du es gemerkt, ich habe die Luft schön durchgezogen. Es ist ganz wichtig und bitte vergiss das nicht, wenn du Technik übst. Die Finger schwimmen gefühlt auf dem Luftstrom. Du musst deine Luft wirklich schicken und die Finger kommen dann viel besser mit, als wenn du mit deiner Luft rückwärts spielst. Und auf diese Art und Weise jagen dich Tafanel und Goubert einmal quer durch die Tonarten. Das ist schon eine super Übung. Du kannst das natürlich auch in verschiedenen Artikulationen üben. Das müssen jetzt nicht breite Töne sein. Du kannst auch Bindungen daran üben. Dann wird es nochmal einen Zacken schwieriger. Du kannst auch Staccato daran üben. Du kannst alles Mögliche daran üben. Du kannst wirklich deiner Kreativität freien Lauf lassen. Und egal, ob du Anfänger bist oder schon ganz fortgeschritten auf deiner Flöte, diese Art des Technikübens kannst du auf alle Spielniveaus übertragen. Das ist das Gute daran. Wenn du Anfänger bist und dich einfach mit diesem fürchterlichen Griffwechsel CD rumärgerst, probier das doch mal mit diesem Stummgreifen. Du wirst merken, es bringt dich weiter. Wenn du dich technisch noch weiter verbessern willst, dann schau dir doch noch dieses Video an. Wenn dir das alles zu anstrengend ist, dann übe einfach ein bisschen an deinem schönen Ton weiter. Das geht auch. Das war's von mir für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.